Wow, bevor das Video startet, Leute, bei 1000 Likes verlose ich diese zu 100% vollständige Rewe-Sammelkarten-Sammelmappe. Was ihr dafür machen müsst, ist ganz easy. Ihr müsst natürlich Abonnent meines Kanals sein, ihr müsst ein Däumchen nach oben da gelassen haben und ihr müsst unten reinschreiben in die Kommentare, welcher DFB-Spieler ist euer Lieblingsspieler für alle Nonplusultras. Ihr könnt natürlich doch das Video mit euren Freunden teilen und jetzt geht's aber erstmal los. Video ab dafür! Hey Leute, was geht ab euch und willkommen hier zu einem weiteren Unboxing auf meinem Kanal. Okay, ein Unboxing ist es nicht so richtig, es ist eher ein Mappen-Update, Leute. 100% vollständig. Heute Vormittag hatte ich euch schon meine virtuelle App gezeigt. Ja, es gibt halt eine App zu der Rewe, zu den Rewe-Sammelkarten. Und ich werde euch heute hier meine ganzen Sammelkarten zeigen. Es wird auch noch Unboxings geben, Leute, keine Sorge. Aber heute gibt es zu 100% die vollständige Rewe-Sammelmappe. Ich habe euch vorhin meine eigene Sammelkarte gezeigt. Das Video verlinke ich euch unten in der Videobeschreibung. Und ihr habt es ja richtig gehört, ne? Ihr habt es richtig gehört. Ihr könnt diese Sammelmappe gewinnen. Nämlich, ich verlos die, ich mache sie jetzt voll. Hier vorne mit Reus, Kroos, Serge Gnabry, Havertz und Timo Werner. Und die ganzen Karten hier noch schön Informationen zu. Ich finde das Heft echt babamäßig dieses Jahr, ne? Liebe Fußballfans, hier spricht spricht Joey noch zu uns. Was haben die Jahre 72, 80, 19, 96 gemeinsam? Also hier gibt es noch die ganzen Informationen zur Europameisterschaft 2020. Ja, die Karten waren halt schon vorher fertig und Rewe hat sich gedacht, ja, verschieben wir das Ganze jetzt. Und ja, für mich macht es Sinn. Panini hat ja auch die Sticker veröffentlicht, die sie halt auch schon fertig hatten. Macht es einfach Sinn, die jetzt auch schon rauszuhauen. Ob es dann nächstes Jahr noch eine Serie gibt, das steht in den Sternen. Ich gehe stark davon aus, dass es nächstes Jahr noch eine Rewe-Sammelkartenserie gibt. So, zack, zack, Informationen, bam, bam, Ernährungstipps, alle feiern gemeinsam. Und dann, ja, das hatte ich vorhin gemacht, Leute. Das hatte ich euch vorhin gezeigt, werde Teil des Teams. Ja, vervollständige das Album mit deiner personalisierten Fansammelkarte und werde damit Teil des DFB-Teams bis zum 5.7., aber nur solange der Vorrat reicht. Und deine Karte mit einem Glitzer-Effekt. Bedeutet, wir kriegen die Packs United Shiny-Karte. No joke, true story. Checkt einfach das Video aus, was vorhin online gekommen ist. Verlinke ich euch, wie gesagt, unten in der Videobeschreibung meine eigene DFB-Rewe-Sammelkarte. So, wir starten hier mit dem Manuel Neuer, Leute. Manuel Neuer hat hier natürlich Karte Nummer 1, ist ja klar. Und kommt hier rein. Und die Karten sind halt auch aus Pappe sind die dieses Jahr. Finde ich jetzt aber nicht so schlimm, weil sie halt wirklich qualitativ baba gemacht worden sind. Doch, finde ich gut. Finde ich gut, dass man den Schritt gegangen ist, dass man die aus Pappe gemacht hat und nicht mehr aus diesem anderen Material, wie sie halt vorher waren. Klar, sie sind jetzt anfälliger, kaputt zu gehen, aber ist definitiv umweltfreundlicher und deswegen ist es, denke ich mal, eine runde Sache. Und die sind jetzt auch nicht qualitativ Schrott, sondern die sind wirklich gut. Die gefallen mir, Leute. Dann habe ich hier Marc-André Ter Stegen mit der Nummer 2. Da hatte ich ja vorhin schon im App-Video gesagt, dass ich Marc-André Ter Stegen sehr gerne als Nummer 1 sehen würde im Trikot der deutschen Nationalmannschaft. Übrigens, ihr solltet ja vorhin mittippen, ich habe hier die Nummer 2. Wisst ihr, wer Nummer 2 ist oder gewesen war, hatte? Wer hatte die Nummer 2? Schreibt doch unten rein in die Kommentare. Und natürlich euren Lieblingsfußballer der deutschen Nationalmannschaft, weil das ist ja noch mit in, ja, das müsst ihr halt mit reinschreiben in die Kommentare, wenn ihr halt dieses vollständige Album gewinnen wollt. Bernd Leno ist dann hier auf Platz Nummer 4. Es gibt 4 Keeper. Kevin Trapp kommt halt auch noch mit dazu. Und dann haben wir jetzt hier alle Keeper schön reingeklackt. Zack. Jawolski. Also, die erste Linie ist vollständig. Dann geht es weiter mit der Abwehr, mit Niklas Süle. Niklas Süle mit der Nummer 5. Dann haben wir hier einen Jonathan Tah mit der 6, einen Robin Koch mit der 7 und einen Tilo Kehrer mit der 8. Jawolski. Darüber freue ich mich sehr. Niklas Stark gibt es hier, Leute. Niklas Stark von der Hertha steht natürlich hinten drauf. Hertha BSC. Rewe hat nicht den Fehler gemacht. Manche schreiben ja Hertha BSC Berlin. Das ist halt falsch, weil Hertha BSC, wofür steht das BSC? Richtig, für Berliner Sportclub. Berliner Sportclub, Sportverein wollte ich zuerst sagen. Hertha BSC, Hertha
Berliner Sportclub. Easy. Und deswegen ist ja, wenn man Berlin noch hinterschreibt, irgendwie doppelt gemoppelt. Deswegen Hertha BSC ist die richtige Formulierung von den Herr Tanern. Dann haben wir Matthias Ginter, Jonas Hector und Nico Schulz. Was ich für euch vorhin noch gesagt hatte, hier bei dem App-Video, wo ich euch die App gezeigt habe und die ganzen Karten schon halt virtuell eingeklebt habe, so kann man es ja fast sagen, hatte ich euch mitgeteilt, dass ich es mega geil finden würde, wenn man die eigenen Karten, wenn man die eigenen Karten halt nicht nur einmal bestellen kann, sondern 50 Mal, 100 Mal. Und dann könnte ich die beispielsweise hier an die Community, an die Hashtag PaxArmy verlosen. Ich würde dann halt auch unterschreiben mit so einem kleinen Fineliner und dann würden die halt ganz, die würden halt genauso aussehen, wie die halt jetzt dieses Jahr aussehen. Lul. So, wir haben hier noch einen Lukas Klostermann aus der Abwehr, Marcel Halstenberg, Antonio Rüdiger und dann geht's aber auch schon los mit dem ersten Mittelfeldspieler Emre Can. Einer, der vielseitig einsetzbar ist, ist definitiv unser Joshua Kimmich. Der Kimmich, der kann ja sowohl als Rechtsverteidiger als auch und auch halt als ZDM zentraler. Also Kimmich kann eigentlich fast überall spielen. Sebastian Rudi, da habe ich mich gefragt, wieso gibt es da Sebastian Rudi? Lul. Toni Kroos dann am Start hier. Toni Kroos, habe ich vorhin rausgefunden, ist derjenige mit den meisten Toren. Es sei denn, ich habe mich irgendwie verguckt, aber 17 Tore ist derjenige, ist der deutsche Spieler, der am meisten die Tore derzeit gemacht hat. 11 Tore. Leon Goretzka. Dann haben wir hier einen Suat Serdar mit 0 Toren. Dann einen Amiri mit 0. Kai Havertz mit einem Tor. Dann haben wir Julian Brandt mit 3 Toren. Zack. Ich mag ja irgendwie dieses Klacken, ne? Klack, klack. 13 Tore hat Serge Gnabry. Der hat aber die beste Quote in der deutschen Nationalmannschaft derzeit. 13 Spiele, 13 Tore. In jedem Spiel somit ein Tor gemacht. Marco Reus hat auch 13 Tore. Batz. Leroy Sané mit 5 Toren in 21 Spielen. Und wir nähern uns so langsam dem Ende hier. Luca Waldschmidt darüber, ja, muss ich mal sagen, freue ich mich. Auch wenn es sicherlich für den Stammplatz in der deutschen Nationalmannschaft nicht reicht, ist trotzdem Luca Waldschmidt ein cooler und ein guter Fußballer. Timo Werner, da habe ich eigentlich gedacht, er hat mehr als Toni Kroos, aber er hat in 29 Spielen 11 Tore gemacht. Das ist immer so ein Phänomen. In Leipzig trifft er wie in einer Tour. Im Trikot der deutschen Nationalmannschaft ist Timo Werner halt nicht so, ja, torsicher, nicht so erfolgreich, kann man schon fast sagen. Würde ich mich auch freuen, wenn Timo Werner in der deutschen Nationalmannschaft mal ein paar mehr Tore macht. Aber wann ist denn eigentlich das nächste Spiel wieder? Es hat ja jetzt erst, ihr wisst ja, was auf der Welt passiert, sage ich mal. Julian Draxler, wieso die Spiele jetzt nicht stattgefunden haben. Es sollten ja auch Freundschaftsspiele, glaube ich, sein, die ja alle verschoben worden sind oder abgebrochen worden sind. Nicht abgebrochen, sondern abgesagt worden sind. Wir können ja schon froh sein, dass wir die Bundesliga wenigstens wieder gucken konnten. Die Bundesliga endet ja auch dieses Wochenende. Die letzten Spiele in der Bundesliga, freue ich mich nochmal. Hertha gegen Borussia Mönchengladbach. Letztes Auswärtsspiel, das letzte Heimspiel war ja erfolgreich. Gegen Bayern 04 Leverkusen hat auch niemand gerechnet, dass die Berliner da ein 2:0 gewinnen, oder? Wer hat damit gerechnet? Ich habe damit gerechnet. Ha, nein, Spaß. Joachim Löw, selbst ich habe eigentlich nicht damit gerechnet, aber ich tippe meistens immer trotzdem auf Hertha. Auch wenn sie gegen Bayern spielen, setze ich auf Hertha. Lul. Joachim Löw, Bundestrainer der deutschen Nationalmannschaft. Dann haben wir Oliver Bierhoff, Batz, das deutsche Logo und das Maskottchen Paulo. Und hier unten rechts, das seht ihr gar nicht mehr, ne? Hier unten rechts, also Löw, Bierhoff, Deutschland-Logo, Paulo. Und hier unten rechts kommt der PAX United rein. Also der PAX United, die DFB PAX United-Karte. Vorhin habe ich dazu schon ein Video hochgeladen. Checkt es gerne ab, Leute. Checkt es gerne ab. Hier in der Innenseite ist nochmal Jonathan Tah, Luca Waldschmidt und Nico Schulz abgebildet. Hier hinten nochmal Emre Can, Julian Brandt und Lukas Klostermann. Und wenn ihr Bock habt, kann ich sehr gerne, wenn ihr das Ganze gewinnt, also wenn der Gewinner kann sich gerne aussuchen, ob ich dann hier nochmal irgendwie unterschreiben soll drauf, dass hier im PAX United Autogramm nochmal drauf ist, sage ich mal, oder Unterschrift drauf ist, kann sich gerne der Gewinner dann entscheiden. Aber dieses vollständige Heft wird verlost. Ihr müsst einfach nur einen Daumen nach oben da lassen. Ihr müsst Abonnent meines Kanals sein und ihr müsst natürlich einen Kommentar schreiben, welcher Spieler der deutschen Nationalmannschaft ist euer Lieblingsspieler. Ganz, ganz easy, Leute.
teilt das Video mit euren Freunden und dann ja, sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Let's Collect gibt es heute Abend, natürlich gibt es die Packs um 900 Euro und natürlich, es gab ja schon das Rewe-App-Video, Leute. Checkt's gerne ab, ich bin jetzt hier raus, wir sehen uns beim nächsten Mal, haut rein und Tschüssikowski!